La 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 la. Wir brauchten früher keine Polizisten. Wir hatten Ritter und auch Edelherren. Doch heute berichten davon nur Chronisten. Komm her! Doch die erzählen sowas furchtbar gern. Ja, früher gab's noch Reiterei, manches schillernde Turnei. Und Edeldamen wurden gern bemint. Und traf man sich im Hüttenhain und liebte sich beim Ständigein. Da kam der edle Herr, kam aus der Rüstung raus. Dann gibt's mal wieder echte Ritter. So Ritter, wie es sie früher einmal gab. Ja, mit langem Schwert und einer blanken Rüstung. Mit großem Herz und Mut für eine gute Tat. Hier wieder! La 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 hatten, das stimmt wohl. Im Sonnenschein unter dem dicken Blech. Präsentiert von Tübingen-Park bis zu 40 Grad im Schatten. Und mussten darin kämpfen, so ein Pech. Die Sonne knallte durchs Visier. Warum hatten die zu streifen hier? Die schmorten dort in ihrem eigenen Sand. Im Sommer. In der Rüstung kostete viel Kraft. La 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 la, wann gibt's mal wieder echte Ritter? So Ritter, wie sie früher einmal gab. Ja, mit langem Schwert und einer blanken Rüstung. Mit großem Herz und Mut für eine gute Tat. Hey, la la la. Der Burghof nicht gestreut und spiegelglatt. Der Knappe sprach, die Herren, ja, wen wundert's? Tö. Die lagen auf dem Glatteis öfters platt. Jawohl, ihr sagt, das geht ein bisschen weit. Verunglückt wird diese schöne Zeit. Doch glaubt mir, ich denk heute noch dauernd dran. Und diese Frage geht uns alle an. La 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 la, wann gibt's mal wieder echte Ritter? So Ritter, wie es die früher einmal gab. Ja, mit langem Schwert und einer blanken Rüstung. Mit großem Herz und Mut für eine gute Tat. La 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 la, wann gibt's mal wieder echte Ritter? So Ritter, wie es die früher einmal. Schwert und einer blanken Rüstung, mit großem Herz und Mut für eine gute Tat. Mit großem Herz und Mut für eine gute Tat. Hey! An der Gitarrenzister Mark Barth vom Lindenbaum. Jawohl! Dankeschön! An der schwedischen Tastenfiedel Musikus Varus. Danke schön! An der Gastrolle, Dominik von Medusa. Die gleiche wird im Anschluss hier nach uns spielen werden. Also bleibt einfach alle sitzen oder holt euch nur schnell was zu trinken. Einen haben wir ja jetzt noch vergessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Sie da waren. Wie, viel da? Wir, ja, Prost. Geben gleich noch Autogramme. Es ist dort am Schlagwerk, am Blaswerk, am Mundwerk. Vieles unser Stückwerk. Unser! Ja. Vieles unser Stückwerk, es ist unser Blendwerk. Adolf der Puster. Aber ich pflege zu sagen, lieber Blendwerk als Klärwerk. Und zusammen sind wir gelände.
jetzt werden wir drei hübschen Grazien hier unten an diesem roten Stand gehen, dort für euch da sein, wenn ihr Marquardt in den Arsch treten wollt. Denn wie gesagt, ich möchte Fotos machen. Und wenn ihr natürlich unsere Disney Digitali kaufen wollt, könnt ihr das auch tun. 5 Euro, 10 Euro, 15 Euro Goldtaler meine ich. Wir haben da verschiedene Preiskategorien. Kommt schauen, wir signieren auch gerne, wenn ihr mit jeweils drei Kreuzen einverstanden seid. Außerdem brauchen wir noch Hilfe. Wir wollen uns um 12 Uhr duellieren. Ja. Wir brauchen Vorschläge, welche Waffen. Und wir brauchen Sekundanten. Wir brauchen Sekundanten. Sekundantinnen.